Halli, hallo, hallöle. Willkommen zurück zum Let's Play Grey Matter. Wir sind jetzt gerade mit Dr. Stiles im Privatlabor und haben uns diesen dicken Schinken hier durchgelesen. Puh, ganz schön umfangreich. Ist die Frage, ob wir das direkt jetzt schon vorbereiten oder uns erstmal das restliche Büro anschauen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter. 15.09. Lauras Nachthemd lag auf dem Bett, als ich um Mitternacht ins Schlafzimmer ging. Mrs. Dalton behauptet, es nicht angefasst zu haben. 25.09. Ich ging um 21 Uhr ins Schlafzimmer, und im Badezimmer lief Wasser in der Dusche. Dort war aber niemand und der Boden war trocken. 2.10.23 Uhr. Ich ging ins Badezimmer und nahm dort sehr stark Lauras Parfüm wahr. Der Flakon stand offen auf der Anrichte und nicht wie sonst im Schrank über dem Waschbecken. Die Öffnung war feucht. 7.10. Mitternacht. Ich zog gerade meinen Schlafanzug an, als ich ein Geräusch im Zimmer hörte. Es klang so, als ob Laura sich von dem zu Bett gehen das Haar bürsten würde. Ich drehte mich langsam um und sah, wie ihre Haarbürste einige Sekunden in der Luft schwebte, bevor sie auf den Boden fiel. 16.10. 11 Uhr. Heute Morgen nahm ich Lauras Gegenwart im Bett wahr. Ich spürte ihren Körper wirklich neben mir. Als ich vollständig aufgewacht war, verschwand sie wieder. Das war kein Traum. 16.10. Mrs. Dorton glaubt, dass sie vor 2 Tagen Laura in dem Spiegel gesehen hat, als sie das Bett machte. Das wäre die bisher erste visuelle Manifestation von Lauras. Wäre? Doch ihr ich es gewesen, der Zeuge davon werde. Was? Das wäre die erste. Achso, wahrscheinlich einfach so, dass er. Das bedeuten, die erste war, die nicht er wäre, die sie gesehen hat. Ich hab's nicht lesen können, keine Ahnung, ich denke nochmal. So. Heute zu erledigen: C-Forschung, Zufallsgenerator bauen, Isolationssitzung wie auf der Videokassette. Okay. Hat er anscheinend gerade eben ist alles hingekritzelt, weil das eine war ja von heute. So. Ich werde heute den Isolationstank benutzen. Aber vorher will ich einige Gegenstände aus dem Haus zusammensuchen, um meinen Erinnerungen an Laura auf die Sprünge zu helfen. Das Foto haben wir ja schon gesehen. Ich werde heute. Oh, Entschuldigung. Ich bin noch nicht bereit für den Versuch mit dem Isolationstank. Ich brauche noch einen Gegenstand, der mich visuell stimuliert. Ich brauche noch einen Gegenstand, der meinen Geruchssinn stimuliert. Ich brauche noch einen Gegenstand, der meinen Geschmackssinn stimuliert. Ich brauche noch einen Gegenstand, der meinen Tastsinn stimuliert. Was hatte Laura an dem Abend an? Ich brauche noch einen Gegenstand, der meinen Gehörsinn stimuliert. Ich glaube, wir haben an dem Abend Musik gehört. Ich wünschte, ich hätte mir das gerade aufgeschrieben. Also auf jeden Fall das Foto, was zum Anziehen, ihr Parfum. Geschmackssinn weiß ich jetzt nicht. Und eine CD wahrscheinlich. Geschmack ist wirklich schwierig. Wahrscheinlich mal die Miss Dalton fragen, ob die mir doch irgendwie was zu essen macht, was sie immer gerne hatte. Oder Wein. Im Moment will ich kein neues Video machen, aber ich sollte mir mal das Material ansehen, das ich schon auf meinem Computer habe. Sehr gerne. Das ist alt. Ja, wirklich? Hä? Ein Scanner. Schön. Computer. So. Weinkeller. Fangen wir mal von oben nach unten an. Hier kann ich nicht rumklicken. Eigene Dateien. Oh, viel Text. Das müssen wir uns wahrscheinlich durchlesen, ne? So.
Wie ist das nochmal? Die Kraft des Gehirns oder so. Erschien 2000 im Science Magazine. Das große. Das fängt schon gut an, Leute. Das Großhirn, auch Telecephalon genannt, bildet zusammen mit dem Zwischenhirn das Vorderhirn. Pardon, Gott. Es stellt den vordersten oder besonders bei Menschen obersten Bereich des zentralen Nervensystems von Wirbeltieren dar. Telecephalon bezeichnet dabei die embryonale Struktur, aus der sich das Großhirn entwickelt. Der dorsale Teil des Telephalon, auch Palablabla genannt, entwickelt sich zur Großhirnrinde, während sich aus dem vorzentralen Teil die Basalganglien bilden. Das Großhirn ist darüber hinaus symmetrisch unterteilt in die linke und rechte Großhirnhälfte. Oh Gott. Ich scroll mal langsam runter, dann könnt ihr euch das ja nachlesen. Ich bin gerade zu faul. Drückt einfach kurz Pause und dann könnt ihr euch das hier durchlesen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt wirklich fürs Spiel brauchen oder ob das eher einfach nice to wissen ist. Ja, sieht schön aus, das Bild. Zirbeldrüse. Drittes Auge. Der Pons. Ah, der Hypothalamus, den kennen wir doch schon. Der fehlt doch bei irgendwelchen Leuten, die total verrückt sind, oder? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Gut. Der Experimentplan ist schon besser zu wissen. Also, besser zu... Naja, egal, die lesen uns jetzt durch, das wollte ich sagen. Eingereicht 2005 von Dr. David Stiles. Ziel des Experiments. Es soll überprüft werden, wie sich die Visualisierung unterschiedlicher Übungen auf den Puls, den Blutdruck, die Gehirnaktivität und die elektrischen Impulse, die an die Muskeln gesendet werden, auswirkt. Zeitplan 2005, 8 Sitzungen. Versuchsperson 18 bis 24 Jahre. Dreadhill anwesen und Führer, also die Versuchsleitung hat Dr. David Stiles. So, Ausrüstung brauchen wir ein FMRT-Gerät, das bereits installiert ist. 6 Betten sind auch bereits vor Ort. So, der Ablauf. Die Versuchspersonen werden für jede anstehende Übung durch einen mentalen Visualisierungsprozess geführt. Die körperliche Aktivität wird dabei in Echtzeit vorgestellt. FMRT und Pulsmessgeräte werden den Puls, den Blutdruck und die Gehirnaktivität jeder Versuchsperson aufzeichnen. Diese Daten werden danach mit den Daten von Personen desselben Altersspektrums verglichen, die die visualisierten Übungen in Wirklichkeit durchgeführt haben. Siehe Lauren und Weller, die Wirkung des Gehirns auf Leichtathleten 2002. Damit soll festgestellt werden, auf welche Art und wie genau das Gehirn und der Körper in der Lage sind, tatsächliche körperliche Anstrengungen durch Visualisierungstechniken zu simulieren. Wäre voll geil, könnten wir alle Sport machen, ohne Sport zu machen. So, Sitzung, Übung, visualisierter Ort. Die erste Sitzung hatten wir schon, Joggen auf der Horsepass-Laufbahn. Heute werden wir dann nachher noch schwimmen gehen in St. Edmund Hall. Dann gibt es Kraftsport im Fitnessraum des St. Edmund Halls. Dann gehen wir im Timmons Park spazieren, Hürdenlauf auf der Laufbahn, Seilspringen im Fitnessraum, Freiübungen auf der Laufbahn und Yoga im Timmons Park. Okay, bin ich mal gespannt. Geht heute schwimmen. Schön. So, muss die Videos an. Oh ja, Videos. So, kurz kratzen. Ich habe beschlossen zu versuchen, Laura bei mir zu behalten. Jahrelang habe ich mich der Frage gewidmet, ob das Bewusstsein und das physische Gehirn vielleicht gar nicht ein und dasselbe sind. Seit Lauras Beerdigung spüre ich definitiv ihre Anwesenheit. Ich habe beschlossen, mehrere Stunden am Tag im Isolationstank zu verbringen und dabei Laura zu visualisieren. Ich weiß nicht, zu welchem Ergebnis das führen wird, außer dass es mir vielleicht bei meiner Trauer hilft. Aber wenn ich ihre Energie aufrechterhalten kann, weil ich ihr meine Aufmerksamkeit widme, kann ich vielleicht dafür sorgen, dass sie länger bleibt. Da mich meine normale Arbeit nicht mehr interessiert, werde ich mich ganz auf dieses Projekt konzentrieren. Das wirklich bei der Trauer hilft, ne? Ich verbringe pro Tag 2 Stunden im Isolationstank mit unterschiedlichen Ergebnissen.
Manchmal bin ich davon überzeugt, dass ich Lauras Anwesenheit spüre. Aber manchmal kann ich meine Zweifel nicht überwinden. Obwohl ich nach wie vor glaube, dass Laura hier ist. Der Philosoph Henry Bergson vertrat die Ansicht, dass wir uns unsere Wirklichkeit selbst erschaffen. Und das habe ich wohl. Ich lasse neue Geräte bauen, die meine Erinnerungen im Isolationstank intensivieren sollen. Also er will sich selber da reinlegen und selber dieses Brett bewegen? Heute wäre Laura 33 Jahre alt geworden. Alles Gute zum Geburtstag, Laura. Alles Gute, mein Liebling. Oh. Das ist jetzt schon 3 Jahre. Hier gehen merkwürdige Dinge vor sich. Und einiges deutet darauf hin, dass jemand hier ist. Es muss Laura sein. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich wurde Zeuge von physischen Phänomenen, die man nicht wegerklären kann. Ist es möglich, dass ich Laura bei meinen Sitzungen im Isolationstank Energie übermittelt habe, mit der sie sich manifestieren kann? Ich habe vor, über alle Vorkommnisse Buch zu führen. Außerdem will ich mich mit den Psi-Kräften beschäftigen. Vielleicht hilft mir das ja weiter. Sie scheint sich auch erst seit kurzem zu visualisieren. Das hat er erst vor 2 Monaten angefangen. Muss er ja nochmal aufs Brett gucken. Ich bin mir gerade das. Die angeguckt oder die? Hier gehen merkwürdige Dinge vor sich. Und einiges deutet darauf hin, dass jemand hier ist. Es muss Laura sein. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich wurde Zeuge von physischen Phänomenen, die man nicht wegerklären kann. Gucken wir uns das noch mal an. Ist es möglich, dass ich Laura bei meinen Sitzungen im Isolationstank Energie übermittelt habe, mit der sie sich manifestieren kann? Ich habe vor, über alle Vorkommnisse Buch zu führen. Außerdem will ich mich mit den Psi-Kräften beschäftigen. Vielleicht hilft mir das ja weiter. So. Nach wie vor erscheint Laura hier im Haus. Ich habe beschlossen, ein neues Experiment durchzuführen, um die Auswirkungen von Imagination zu erforschen. Mit meinen FMRT-Geräten und Studenten als Versuchspersonen. Ich will die Aktivität der Bereiche des Gehirns aufzeichnen, die bei intensiven Visualisierungen genutzt werden. Vielleicht schaffe ich es so, bei mir die gleichen Bereiche zu stimulieren und damit die Effektivität meiner Sitzungen zu erhöhen. Damit kann ich vielleicht Laura mehr Energie übermitteln. Oh, das ist ganz schön gemein. Laura hat abends immer gerne trockenen Rotwein getrunken. Das ist alles, was ich mit Sicherheit weiß. Gott. Ja, welchen denn? Trockenen Rotwein. Also den hier wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass die Region stimmt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die Region stimmt. Ach so. Das sind viel zu viele Sorten. Ich muss die Suche eingrenzen. Rot. Ich glaube. Oh. Da gibt's nicht mehr so viel. Ich glaube. Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass die Regierung. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, das stimmt. Das ist der falsche Jahrgang. Es war der Abend vor Lauras Geburtstag. Und deswegen haben wir wahrscheinlich einen Wein aus ihrem Geburtsjahr getrunken. So haben wir es immer gemacht. Moment, sie ist 30 geworden, 2005. Als sie 85. Dann muss sie 85.
Das ist der falsche Jahrgang. Es war der Abend vor Lauras Geburtstag. Und deswegen haben wir wahrscheinlich einen Wein aus ihrem Geburtsjahr getrunken. So haben wir es immer gemacht. Ach, sie ist ja 2002 gestorben. Das ist der falsche Jahrgang. Oh, Moment. Rechnen. Na also, das beschränkt die Auswahl auf 3 Flaschen. So viele kann ich probieren. Okay. 92, 93 und 4. Ich schreibe sie mir einfach mal aus. Oh. So, ich tippe kurz in mein Handy. 92 bis 94. Also ich glaube eigentlich, dass ich mir das merken können sollte. Aber man weiß ja nie. Okay. Achso, okay. Ich habe kein Foto hier. Scannen haben wir auch nichts. Okay. Kamerakeller. Ich würde sagen, dann können wir jetzt die ganzen Sachen beschaffen, die wir brauchen. Ich würde sagen, dann machen wir direkt mal das Weinregal zuerst. Ich will es wirklich nicht merken müssen. Nein, weckt keine Erinnerungen in mir. Voll betrunken. Nichts. Ich glaube. Ja, das ist er. Wir sind so gut. Vor allem wäre ja die Auswahl nicht so groß gewesen. Oh, ich habe immer noch Probleme mit dem Bild ein- und ausblenden. Test. Okay, funktioniert. Ja, gut. Dann haben wir schon mal den Wein. Das ist ja das, was schmeckt. Okay. Dann machen wir noch Parfum. Klamotten. CD. Haben wir da noch irgendwas? Das waren 5 Sachen, ne? Wein haben wir ja schon. Und Klamotte. Parfum. Ich habe irgendwas vergessen, was ich eben noch gesagt hatte. Naja, ich werde schon finden. Und ihr helft mir ja ganz fleißig. Also, wir schaffen das. Au. So, du. Dass er sich nicht mal mehr Notizen macht, was er braucht, aber haben wir ja, glaube ich, wohl. Wenn ich dem seine Handschrift lesen könnte. Ich bin noch nicht bereit für. Oh, gut. Ein Gegenstand. Ah, das Bild. Bild. Parfum. Wein haben wir. Tastsinn. Also Kleid. Bild, Parfum, Kleid. Musik. Bild, Parfum, Kleid, Musik. Bild, Parfum, Kleid, Musik. Bild, Parfum, Kleid, Musik. Bild, Parfum. Parfum! Bild, Parfüm, Kleid, Musik. Bild, Parfüm, Kleid, Musik. Ich hoffe, ich vergesse es nicht wieder. Parfüm. Ich kenne den Geruch, aber er weckt keine Erinnerungen in mir. Dieser Geruch sagt mir nichts. Ah, ist es bestimmt. Is metal and his.
Musik war auch so süß zu der Szene. Oh. Oh. Ich bin ja doch nur ein Mädchen und finde sowas süß. So. Schlafzimmer, da finden wir jetzt Klamotten. Was hatte sie denn an? Also eigentlich nichts, ne? Gut. Schauen wir mal in den Schubkasten. Das sind meine Sachen. Entschuldigung. Soweit ich weiß, hatte sie das an dem Abend nicht an. Achso, das sind doch ihre Sachen. Nein, dazu fällt. Das ist Loras Bademantel. Sie hatte ihn zwar an dem Abend nicht an, aber ihr Badeanzug müsste hier noch irgendwo sein. Hier ist er doch. Oh, ich blende mich jetzt schon mal aus, weil ich weiß, dass er jetzt im Video kommt. So. Ging jetzt aber schnell. Durften die nicht mehr zeigen? Ist das alles jetzt zensiert oder? Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Die Videos vorher waren so schön lang und weiß ich auch nicht so. Das weiß ich auch nicht, ne? Und das ist jetzt irgendwie. Naja. Dann noch CD und Bild, 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 CD und Bild. CD und Bild, 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 CD und Bild. Ah, Entschuldigung. So. Ich mache mir erst das Bild, weil ich glaube, die CD wird ein schöneres Video sein. Warte, vermute ich mal. Ah, la, la. Kommt denn eigentlich auf die Idee, nachts einfach irgendwo baden zu gehen und sich ein Bikini dafür extra noch einzupacken? Aber naja. Das Bild kennen wir ja. Das war das hier. Dieses Foto wurde bei der Benefizveranstaltung am Tag des Unfalls gemacht. Ich hebe es nur auf, weil ich es nicht fertig bringe, irgendein Foto von Laura wegzuwerfen. Ich dachte, das wäre es jetzt. Laura in unserem Häuschen am See. Ach so. Ich will mich intensiv an den Abend erinnern, als wir dort schwimmen waren. Ich nehme das Foto zur visuellen Stimulierung mit. Das sind ja alle so mega kurz. Aber das wäre ein guter Hinweis gewesen auf den Wein. Dankeschön, Spiel. Haben wir schon herausgefunden. So, dann nehme ich mal die CD mit. Wenn die Videos jetzt so kurz bleiben, dann blende ich mich das nächste Mal nicht aus. Das ist ja Quatsch. Echt ärgerlich. So. Ich glaube, ich erinnere mich wieder daran, was wir an dem Abend gehört haben. Jetzt muss ich die CD nur noch finden. Gibt ja zum Glück nicht so viel Auswahl. Verschiedene CDs. Aber nichts, was wir an diesem Abend gehört haben. Eine Vivaldi-Sammlung. Nein, ich glaube nicht, dass es Vivaldi war. The Scarlet Furies. Ja, mich trotzdem diese aus. CD haben wir am See gehört. The Scarlet Furies. Das so. War die CD, die wir am See gehört haben. Du hast mir immer noch nicht gesagt, was wir morgen an meinem Geburtstag machen. Ich hoffe doch, du hast nicht irgendwas Großes geplant oder was Peinliches. Du hast morgen Geburtstag? Habe ich ganz vergessen. Natürlich, als ob du dir jemals so eine Gelegenheit entgehen lassen würdest, du Schuft.
ich glaube, wir haben alles. So, ab in den Keller. So. Ins Privatlabor. Ja. Auf geht's. Bab, 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 bab. Oh, er schießt immer brav ab. Das ist sehr vorbildlich, wirklich. So. Würde ich da jetzt irgendwie... Ein Scanner. Okay. Ein Scanner. Gut, ich muss da ja nichts... einscannen oder so. CD einlegen. CD... So wird das nichts. The Scarlet Furies. Das war die CD, die wir am See gehört haben. The Scarlet Furies. Okay, wo sollen wir die CD denn wohl einlegen? Das sind Basisduftnoten, die ich in den Isolationstank leiten kann. Pinie, Vanille, Sandelholz. Aber ich brauche etwas Bestimmtes und muss dafür den Trichter benutzen. So, machen wir erstmal das... Ach, das ist ein Shampoo. Jetzt sehe ich es erst. Ich habe das Shampoo in den Geruchsfilter geschüttet. Okay. Shampoo haben wir schon mal. Das heißt, hier haben wir alles drin. CD einlegen, Tank schließen. Was das Bild hier verstehe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Naja, müssen wir die Sachen wahrscheinlich irgendwo anders einlegen. Die Einstellungen für den Isolationstank stimmen nicht. Ich verstehe das Bild ehrlich gesagt nicht. Ach! Der CD-Player ist offen. Okay. Ich habe hier den ganz doofen... Oh, ja. Die CD ist drin. Sehr gut! Gut, was machen wir mit dem restlichen Kram? So. Es ist alles vorbereitet. Ich bin soweit. Und ich machen! Oh! Peinliches. Du hast morgen Geburtstag? Habe ich ganz vergessen. Natürlich, als ob du dir jemals so eine Gelegenheit entgehen lassen würdest, du Schuft. Ach ja, Dad hat gesagt, dass er Weihnachten in Venedig ein paar Tage mit uns verbringen will. Das wäre doch großartig.
Ich bin froh, dass du mich überredet hast. Das wird sicher toll mit all der Dekoration und den Feierlichkeiten in den Kathedralen. Blaue Kacheln. Blaue Kacheln. Überprüfe die Autos, David. Die Autos, David. Die Autos, David. Die Autos, David. Die Autos. Uiuiuiui, das war ja jetzt nicht so schön. wir schauen beim nächsten Mal, was uns das jetzt sagen sollte. Sollten wir zum Auto gehen? Ich weiß es nicht. Gucken wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal an, ne? Also, wie immer, danke beim Zuschauen und bis dann.